Mikkel Jensen, Tabellenführer, Maximilian Günther im Auto mit der Startnummer 1, der Zweitplatzierte der Tabelle. Lichter, jetzt der Ball, den ich mal auch vorbei will, das auch recht ordentlich hinbekommen hat. Und Marschall dann von hinten am Vorgang. Und jetzt sehen wir, dass Zimmermann gleich ausscheren wird, auf die linke Seite rüber, jetzt über die Außenbahn. Und dann bekommt Valico, das ist derjenige, der dort Marschall auf dem Gewissen hat. Über Valico entfernen muss, was das zur Folge hätte, dass wir hier unter Umständen. Passung, der ist weniger punktig. Hier haben wir's. Er kommt ein bisschen zu weit raus, ganz typisches Prozedere hier auf dem Sachsenring. Wir sehen und versuchen ausfindig zu machen, was plant ein Joel Eriksson, was plant der Team Lotus Pilot. Wo möchte er gerne? In dem Kiesbett gewesen, aber er ist drumherum gekommen. Joel Eriksson, wer nicht so weit ausrückt an der zweiten Position. Zimmermann hat sich auch ein bisschen frei machen können, weil von Valinko, der muss nach hinten schauen, kann jetzt und sich dann den Blick schaffen hier. Das war ein bisschen gerade wieder. Das wird aber nicht. Ist Breuer, Moschau, Berlin. Wie gesagt, das ist die Verwaltung hier in diesem, was wir auf 187 Zähler angebracht haben. Sie wirkt sich wohl mit der siebten Position. Es gibt nur Schwann, der in der Tabelle ja direkt hinter Joel Eriksson rangiert, wird wohl hier auf der Schwebe noch einiges verlieren. Schwarz-Weiß skaliert für den Aufsieger. Mikkel Jensen holt sich seinen nächsten Saisonsieg. Und wenn wir da mal durch. Wir dürfen nach vorne bitten, unseren Laufsieger zum siebten Mal in diesem Jahr, the seventh victory. Congratulations for this race from Neuhauser Racing, Mikkel Jensen. Tim Zimmermann vom erfolgreichen Team Neuhauser Racing. Herzlichen Glückwunsch, Josef Neuhauser. So dürfen Sie also dort oben sich glücklich schätzen. Und Jürgen Fabri, er überreicht die Trophäe an den Laufsieger dieses Durchgangs. Herzlichen Glückwunsch, Congratulations, Mikkel Jensen.